Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Dreifach-A-Kriterien der Richtlinie 3.2 berechenbar der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Dieses Video ist eine Ergänzung zum separaten Video, das die Kriterien der Kategorien Einfach-A und Doppel-A der Richtlinie 3.2 erklärt. Das Video ist Teil der Reihe im REMAX-Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience der Hochschule der Medien in Stuttgart. Die Richtlinie 3.2 gehört zum Prinzip 3 mit dem Titel Verständlich. Das lautet, Informationen und die Bedienung der Benutzungsschnittstelle müssen verständlich sein. Und die Richtlinie 3.2 hat den Titel Berechenbar und lautet, sorgen Sie dafür, dass Webseiten berechenbar erscheinen und funktionieren. Es geht also um berechenbares Verhalten einer Webanwendung, sodass keine unliebsamen Überraschungen für die Benutzer auftreten. Und Benutzergruppen, die davon besonders profitieren, sind Leute mit Screenreader, also in der Regel blinde Menschen, oder Benutzer, die eine starke Bildschirmvergrößerung brauchen aufgrund von Sehbehinderungen, wo man dann leicht auch den Überblick und den Zusammenhang verlieren kann. Auch Benutzer mit kognitiven Einschränkungen und alle Benutzer im Prinzip profitieren von dieser Richtlinie. Diese Richtlinie enthält ein Erfolgskriterium der Kategorie Dreifach-A mit der Nummer 3.2.5. Der Titel lautet Änderung auf Anfrage. Und es geht jetzt um Änderungen des Kontextes. Änderungen des Kontextes werden nur durch Benutzeranfrage ausgelöst oder es ist ein Mechanismus verfügbar, um solche Änderungen auszuschalten. Also eine Änderung am Kontext bedeutet, dass man den Inhalt einfach auswechselt auf der Webseite. Das kann ausgelöst sein, zum Beispiel, wenn eine bestimmte Option von einem Dropdown-Menü ausgewählt wird oder wenn einfach ein neues Fenster aufgemacht wird. Und das darf jetzt nur unter ganz bestimmten Bedingungen auftreten. Bei 3.2.1 bei Fokus und 3.2.2 bei Eingabe war auch die Kontextänderung schon Thema. Aber jetzt unter 3.2.5 gibt es noch eine Verschärfung. Und zwar bei 3.2.2 war eine Kontextänderung dann noch erlaubt, wenn sie dem Benutzer vorher angekündigt wurde. Das ist jetzt bei 3.2.5 nicht mehr erlaubt. Der Benutzer muss das bewusst auslösen durch zum Beispiel Klicken auf einen Button. Und er muss sich bewusst sein, dass das eine Kontextänderung auslöst. Oder als Alternative, der Benutzer kann die Änderungen vorher abschalten, sodass sie eben gar nicht auftreten. Das waren die Dreifach-A-Kriterien der Richtlinie 3.2 berechenbar aus der Reihe REMAX Channel. WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien in Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe finden Sie unter https://gpei.eu/wcag21 erklärt mit AE. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit verwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.